Wunderschönen guten Morgen. Wir haben im letzten Video über Protokollstapelwasser erzählt und haben da auch gesagt, als das Protokoll, das also die Kommunikation im Netzwerk regelt, das ist eben nicht so eine, sondern das sind viele, gell? Und ja, und die sind in einem Stapel geordnet, gell? Und da haben wir gesagt, da gibt es eben dieses OSI-7, gell? Das ist so wunderschön und erklärt das alles. Und es gibt in der Praxis aber vor allem den TCP-IP-Protokollstapel, gell? Und ja, da haben wir dieses Beispiel gesehen, haben gesagt, wenn der Trump und der Putin miteinander was zu besprechen haben, gell? Ja, dann brauchen sie einen Dolmetscher und dann das rote Telefon, gell? Und haben gesagt, die Kommunikation, die verläuft horizontal. Gell? Also der Trump mit dem Putin, der Dolmetscher mit dem Dolmetscher. Und das Telefon versteht das andere Telefon. Gell? Aber das Telefon versteht nichts vom Russischen und vom Englischen. Gell? Und der Dolmetscher versteht vielleicht nicht allzu viel von Politik. Gell? Also der Politiker spricht mit dem Politiker, der Dolmetscher mit dem Dolmetscher und das Telefon mit dem Telefon. Gell? Also die Kommunikation, der Austausch, also dessen, was zählt, das verläuft jedenfalls immer horizontal. Der Datenfluss, der verläuft hingegen ja, durch den Protokollstapel vertikal und nur auf der untersten Ebene, auf dem Physical Layer, dann auch horizontal. Gell? Und jetzt wollen wir da mal schauen heute, was hier wirklich mit den Daten passiert. Gell? Weil ja beim Beispiel Trump, Dolmetscher, Telefon ist klar, gell? Also der Trump und der Putin, gell? Die sprechen ihre Sprache, die Dolmetscher, die übersetzen das dann, gell? Und das Telefon geht es dann eben laut den Regeln der Telekommunikation modellieren und dann als Signal übertragen, gell? Also wird das Englische und das Russische nochmal anders dargestellt, gell? So wie das die Physik erklärt. Aber auf dem Weg durch den Protokollstapel, diese vertikale Weitergabe, was passiert denn da? Und da gibt es so mehrere Möglichkeiten, das darzustellen. Hier haben sie das so dargestellt. Wenn wir auf der höchsten Ebene eine ja, HTTP, so eine Nachricht, die wir im Web versenden haben, gell, was passiert denn mit der Nachricht? Gell? Die wird weitergeben nach unten. Nach unten im Protokollstapel ist darunter dann das TCP und aus dem werden dann die IP-Pakete und da entsteht dann ein Ethernet-Frame. Gell? Wenn wir das da darstellen, gell, dann hätten wir dort oben die Information in HTTP, gell? Also da HTTP, gell? Dann darunter dieses TCP, darunter haben wir das IP und nochmal darunter haben wir dann das Ethernet. Gell? Und ja, aber was passiert denn jetzt wirklich mit den Paketen? Mit dem, was wir da nach unten schicken mit den Daten. Gell? Und da ist so, dass die Daten ursprünglich dann in der Anwendung ganz oben zuerst ja, laut dem erklärt sind, was eben dieses Hypertext-Transfer-Protokoll definiert. Gell? Und dann in TCP muss das erhalten und kann dann zusätzliche Informationen dazugeben, die das TCP eben braucht. Gell? Also zusätzliche Dinge, gell? Zusätzliche für diese Ebene des TCP. Also es wird etwas dazugegeben. Gell? Und oft wird es dann auch so gezeichnet, dass wir irgendwo ein Datum, das etwas enthält, also das Beispiel war da eben mit HTTP, gell? Dass man das dann darstellt als, ja, als Paket, von dem wir starten. Und dann wird das nach unten, der unteren Schicht, weitergegeben. Gell? Das heißt, das Paket mit dem Inhalt bleibt erhalten und darunter wird ein Header hinzugefügt. Gell? Und ja, kommt ein Header dazu. Und
es geht jetzt weiter nach unten. Und was ist denn darunter? Darunter werden dann die IP-Pakete, gell? Also das heißt, was in TCP drinnen ist, das darf nicht verloren gehen, das muss erhalten bleiben. Aber IP hat dann vielleicht zusätzliche Informationen für die eigene Schicht, gell? Also müssen wir alles, was von oben kommt, erhalten. Und wir dürfen dann wieder einen Header dazugeben. Und das geben wir dann weiter nach unten. Drunter ist dann diese Ethernet-Schicht, wenn wir das im Ethernet darstellen. Das heißt, wir haben dann unten wieder alles, was wir gehabt haben, gell? Und haben das ergänzt mit einem eigenen neuen Header. Es ist also der Datenfluss durch die Schnittstellen zwischen den Schichten, gell? Also da haben wir jeweils die Schnittstellen. Gell? Durch diese Schichten durch. So, wenn wir das gemacht haben, dann erfolgt was? Dann erfolgt die Datenübertragung, gell? Also die Kommunikation auf dem Physical Layer. Und wenn wir das dann empfangen, was macht denn der Empfänger? Der Empfänger, der liest seinen unteren Header. Gell? Und das ist in dem Beispiel dann eben das, was Ethernet dazugegeben hat. Gell? Und der kann das dann interpretieren, auswerten, weil vielleicht eine Überprüfung der Parität machen. Gell? Und dann gibt es nach oben weiter. Darüber haben wir eben das, was IP darstellt. IP nimmt wieder den eigenen Header raus, gell? Gibt es weiter zu TCP. Gell? TCP nimmt die Information raus und gibt sie nach oben weiter. Gell? Also geht es hier dann von unten nach oben. Und ja, das ist eigentlich die Idee. Das ist die Idee, wie die Daten durch die Protokollstapel eben übertragen werden, von Schicht zu Schicht über die Schnittstellen, dass sie ergänzt werden durch weitere Informationen. Man spricht dann eben oft von Header, gell? Dort, dass die Darstellung vielleicht nicht dieselbe ist, ist klar, aber der informative Teil, der muss dann immer erhalten werden. Also das, was von oben kommt, das muss erhalten bleiben und dann von unten nach oben wird der Header jeweils gelöscht. Gell? Also das ist das, was mit den Daten auf dem Weg durch den Protokollstapel passiert. Gell? Und der Datenfluss ist, wie gesagt, gell? Von oben nach unten durch die Schnittstellen, über Physical Layer, horizontal und dann wieder vertikal, bis wir beim Empfänger sind. Gell? Ja, das war jetzt Teil 2 zu diesen Protokollstapeln.